Willkommen zurück zu Ark Comes Alive. Ich habe einen Special Guest dabei, der nicht mitspielt, weil bis der alle Mons runtergeladen hat, habe ich die Folge aufgenommen. Sag hallo, Marvin. Hallo. Er ist heute sehr überenthusiastisch. Er ist sehr glücklich, weil er hat in seinem Spiel einen Krieg gewonnen, der nicht gut für sie aussah. Ja, das erzählt er mir gerade. Und ich brauche gerade gute Nachrichten, weil ich hatte einen echt scheiß Tag. Der Tag war gut, ich war McDonald's, der Fahrlehrer, der war scheiße. Nein, okay. Ja, ich habe letztes Mal gesagt, ich würde ganz gerne den, wie heißt der? Den Bigfoot tamen, also den kleinen Affen. Den Gigantopithecus, das ist kleiner als der ganz große, aber nicht so klein wie der ganz kleine. Und, ja, weil wir haben ja ein Stein. Nicht den der Weisen, hier den Lava Rock, um uns einen Rockulus Prime zu machen, was mich an die Oculus Rift erinnert, der Name. Mal gespannt, was hier was taugt, weil das ist eigentlich der einfachste Weg, um an einen, wie heißt das Rexy, an einen Golem ranzukommen. Ja, ihr könnt das Video auf jeden Fall ein Däumchen noch runterlassen, den Kanal abonnieren, vielen Dank dafür, das hilft mir sehr. Wenn ihr neu seid, wenn ihr mich schon abonniert habt, macht noch einen Account, abonniert mich einfach nochmal. Marvin? Ja? Hast du einen zweiten Account? Ich könnte dich rein theoretisch, nein, habe ich nicht, nein. Habt ihr gehört? Er wird dir sich jetzt einen zweiten Account machen und mich nochmal abonnieren. Habe ich das gerade so gesagt? Ich glaube, mein Gott, das war das. Hast du? Nein, ja, ich habe einfach gestartet aufzunehmen, das ist einfach dabei. So, Ende. Ihr könnt jederzeit gehen, aber ich habe Discord zugemacht. Namen. Wir haben einen Cyber-Rex da unten und ich habe noch keinen Namen rausgesucht. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Da, genau, das ist ein guter Name. Den habe ich sogar schon gestern rausgesucht, aber ich wollte trotzdem warten bis heute, falls ein besserer kommt. Weil es gibt nur einen einzigen Namen, den... Was zum Teufel ist denn hier für eine Invasion von Tyrannodons? Naja, es geht. Ja, wobei, sind schon einige. Das sind echt einige. What the fuck? Das sind aber echt einige. Na gut. Ich mache mir langsam Sorgen. Ich glaube, die planen was. Optimus Prime ist der Name für diesen wunderbaren, wunderschönen Bionic Rex. Options, Change Name und Optimus Prime. Oder Optimus Prime war doch bei, wie hießen die nochmal? Nicht Beast Wars? Oder? Keine Ahnung. Es gab ja früher so eine Serie mit den Transformers, wo die sich halt in Tiere verwandelt haben. Also so 3D animiert. Aus heutiger Sicht habe ich das mal gesehen vor ein paar Jahren, sieht so mega scheiße aus. Aber das fand ich früher als Kind ziemlich cool. Und der Optimus Prime, der war ja ein Gorilla. Gab es auch einen Rex? Das war bestimmt nicht Starscream? Ich habe keine Ahnung, oder? Ich kenne das ehrlich gesagt. Wer war der andere, der große Böse von Transformers? Megatron. Megatron, ja, es konnte sein. Warte, ich kann mal ganz kurz googeln. Transformers Beast Wars oder Beast Machines. Boah, das sieht so scheiße aus heutiger Sicht. Warte, ich versuche mal gerade ein Bild zu finden, was groß. Ja. Nee. Es ist winzig klein. Die Auflösung ist so schlecht von der Serie. Aber googelt das einfach mal. Das ist ein bisschen größer. Warte. Desktop rechts und Cam und. Da. Sieht man das gut? Ja, das geht eigentlich. Und das waren die. Und das war dann hier. Da ist mein Favorit. Die hätte ich gern gehabt. Und das war halt einfach eine 3D-animierte Serie. Aus den frühen 20er Jahren. Keine Ahnung. Ich fand das so toll. Und das ist, wenn ich das heute mir angucke, so, das sieht so scheiße aus einfach. Naja. Warum haben wir jetzt schon wieder so einen Nebel? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch die Antinebelmaschine aktiv. Warum funktioniert die denn nicht? Das nervt mich gerade so ein bisschen. Aber ich habe gerade... Ja, wir waren eigentlich gerade beim T-Rex. Wahrscheinlich war das einer von den großen Bösen. Die Guten waren alle Säugetiere und die Bösen, die waren alle T-Rex und so. Nicht T-Rex, Dinosaurier. Dinobots. Die hießen Dinobots. Waren das Dinobots? Oder Dinobots? Naja, eingedeutscht halt. Egal, ich bin auf der Suche nach einem Gigantopithecus und nach... Hi. Wie geht's? Geht's gut? Darf ich dich töten? Krieg ich dich überhaupt tot?
Ja, ich möchte da ungern mit einem Tier nachher springen. Egal, ich gucke erstmal kurz hier. Muss doch irgendwo so ein großer Affe sein. Ah, mittelgroßer Affe. Ein Alpha. Ich sehe hier gerade nur diese blöden Geister, diese Spirit Walker. Die brauche ich natürlich überhaupt nicht. Ich suche mal einen und sehen wir uns mal kurz und gerade wieder. Bis gleich. Wisst ihr, Leute, wenn wir uns mal hier so einen tamen wollen, dann werden wir garantiert null Probleme damit haben, wenn die Viecher ständig über der Wasseroberfläche sind. Was will der Kraken hier am Strand? Der geht doch in die Tiefsee. Hier. Der ist Tiefentusetetotes. Wie heißt das? Tusoteutes. Ach Gott. Egal. Ja, keine Ahnung, der wehrt sich auch nicht. Hier, guck mal, ich beiß rein. Der ärgert sich ein bisschen. Und schwupps ist er gegessen. Hey. Ey, ich bin. Auch gut. Ey, ich bin am Strand und wurde blind gemacht. Aber ich sehe jetzt viel mehr als unter Wasser. Das ist doch nett. Da Rücksicht genommen. Hier, auch so einer hier. Das ist. Guck mal, seht ihr das? Hier ist noch Strand. Ich kann hier landen und das Vieh ist einfach hier oben. Ich frage mich ganz ehrlich, ob diese Tiere hier oben sein sollen oder ob die einfach gestrandet sind. Das sieht eigentlich nicht danach aus, ne? Wir konnten, glaube ich, sogar tauchen, oder? Mit dem hier. Ja, guck mal. Da unter Wasser ist so einer. Nicht sehr tief, aber da ist einer. Und da ist ein Wal. Ja, ich hasse diese Rex-Viecher. Lass mich nie mit dem Raft rumschwimmen. Aber ich glaube, wenn ich noch weiter runter gehe, kriege ich irgendwann ein Problem mit der Luft. Das Rumknicken ist das übrigens der Marvin. Der gerade ein bisschen mit dem Mikrofon rumspielt. Ne? Ich habe mein Headset ausgestöpselt, weil sich das Kabel verdreht hat. Oi. Hat man das gehört? Verdammt. Ja, ja, so ein bisschen. Ja, nicht so schlimm, war nicht laut. Übrigens, okay. Der Marvin hat euch etwas zu erzählen, was wir spielen werden und eventuell auf höchstwahrscheinlich auf YouTube kommt, aber eventuell auch im Livestream kommt. Sag mal, was hast du dir gestern Abend gekauft noch? Zum ersten Mal mit Paper. Achso, ja, das war Freitag der 13., das Spiel, wo Jason gegen andere überlebende Teenager antritt und sie abschlachten muss. Er ist ja voll von Dead by Dale geklaut. Ja, so ungefähr. Kann man so sehen. Ja, das wird geil. Ja, klar, das ist geil. Und Left 4 Dead. Das hat man vor ein paar Jahren bei Gronkh so gesehen, die waren da zu viert. Wir spielen selbstverständlich Uncut mit blutigem Gemetzel und ganz, ganz vielen Leichen und so, weil wir haben ja heute Computer, die sowas aushalten und das wird auch hoffentlich ganz lustig. Vor allem, ich weiß noch, ob ich das an mir geholt habe damals, was ganz, ganz billig war. Für einen Euro oder so, quasi. Hast eigentlich nur so einen Euro im Münzautomaten geworfen, hast Left 4 Dead 2 rausbekommen. Und ja, ich habe da echt Bock drauf. Ich habe das alleine ein bisschen angespielt, war sehr schnell, sehr lustig und dann aber schon keinen Bock mehr drauf gehabt, weil alleine halt einfach doof ist. Jetzt habe ich eigentlich einen, mit dem ich das spielen kann. Hast du eigentlich noch jemanden, der das mitspielt? Ich habe viele Leute, die das spielen, aber ich weiß nicht, ob die noch so wirklich Bock darauf haben. Ah, dann machen wir zu zweit. Punkt. Ja, das ist eine Sache. Marksman hat das auch. Das Marksman weiß ich. Das. Marksman hat das. Das war ein Alpha, das ist kein Alpha. Das war ein Exalted. Warte mal. Wieso ist hier ein Exalted? Ich suche die ganze Zeit am Alpha, ne? Die laufen Exalted von diesen blöden Dingern rum. Ach, für so einen Außenstehenden würdest du mir gerade erklären, was dieses Exalted ist? Das ist das Gegenstück zu bei Ark Eternal, die Prime Alphas. Okay, das also. Das ist einfach nur. Es gibt Alphas, die du tame kannst. Beziehungsweise hier kannst du die nur hochzüchten. Und die nächste Stufe sind die Exalted. Das sind dann sowas wie die Prime Alphas. Die sind dann nochmal eine Stufe stärker. Einige Alphas kannst du dann halt zu den Prime Alphas weiterentwickeln. Und dadurch stärker machen. Okay. Und die sind halt auch farblich halt anders. Die Alphas, die sind alle so gelb-orange. Und die Exalted, die können halt blau sein, die können aber auch lila sein. Der Avis ist zum Beispiel lila. Und der Gigantopithecus eben, der war einfach nur braun. Der Raptor ist zum Beispiel so türkis. Und der, geh mal weg, du blöder Alpha hier. Und der, wie heißt der? Der Sabertooth, der ist seit der halt verändert worden ist optisch vom Spiel an sich. Farblich total verbuggt. Der ist einfach grün und gelb und blau. Sieht eigentlich sehr lustig aus. Und das ist einfach nur verstärkte Version. Okay, Leute, ich habe einen gefunden. Da ist er. Ich hoffe,
Wisst ihr was? Ich hoffe eigentlich gar nichts. Der ist Level 580. Das, ich schreibe mir mal das Level auf. Mal gucken, ob der fertig gezüchtete dann einfach ja, 50% mehr Level hat oder ob das dann wirklich zufallsbedingt ist. Weil der müsste ja eigentlich schon nah an die 900 kommen. Ja, das würde so... Ich bin schlecht im Kopf rechnen. 860 sein sollten es. Ah, Level 860, wenn das wirklich nach dem System geht, wie ich das mir jetzt beim letzten Mal vorgestellt habe, wie das sein könnte. So, ich muss vielleicht noch ein bisschen was loswerden, sonst kriege ich das Tier. Ja, wobei, ich muss den hier eigentlich hier gar nicht auf die Schulter packen. Ich muss ja eigentlich nur den hier auspacken. Oh, geh dann hier drauf. Und schläfer den einfach hier kurz ein. So. Darf halt dabei nicht sterben, sonst habe ich ein Problem. Sieht schon schlecht aus. Ja. Ja, wobei. Nein. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Da kippt er einfach um. Direkt vor den Füßen. Direkt hier unterm Drachen hier. Was ist für ein Tier? Egal. Eigentlich perfekte Landung. So, dann nehmen wir uns mal seine DNA raus. So. Was kann der? Der kam mit 30 Alpha Hearts in den Prime Bigfoot. Mit Alpha Saber DNA. Warte mal. Warte mal. Wir müssen hier heute mal echt ein bisschen Entwicklung machen. Guck mal. Der wird zum Prime Bigfoot. Und der Prime Bigfoot, der wird zum Rockulus, was weiß ich. Okay, das heißt, wir brauchen also auch nochmal einmal DNA von einem Alpha Sabertooth. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der andere da, ich hab vergessen, wie der heißt. Der Exalted dazu zählt. Das ist ja. Jetzt ist das ein bisschen verwirrend. Ich habe hier einen Exalted Sabertooth und ich weiß nicht, ob das auch als Alpha gilt. Das heißt, wir müssen mal ausprobieren. Die Schwierigkeit ist eben, wie wir ja gerade sehen, ist, dass wieder jede Menge Scheiße bei dem rumgammelt und mich einfach nicht ranlassen möchte. Ich werde ja gleich einfach mit dem Gewehr drauf schießen und hoffen, dass alles gut wird. Ich meine, was läuft schon schief hier, nicht wahr? Und ja, vielleicht eine ganze Menge, wer weiß. Und ja, ich wurde darauf hingewiesen, das hat natürlich auch gesehen. Ich habe nur das irgendwie für unwichtig gehalten. Der Rex, ne? Wenn ihr darauf achtet, anstatt zu bluten, fängt er an zu ölen. Okay, außer jetzt. Jetzt fängt er an zu... Ja, danke für den Show-Effekt, du Arsch. Normalerweise haben die immer, statt Blut, ist bei denen immer so, es ist braun gewesen, statt rot. Bei den Gigas ist das wahrscheinlich so. Und das sieht schon ziemlich cool aus, so ein kleines Detail. Aber ich glaube, der Rex ist schon ziemlich verbuggt. Ich kann ihn nicht mal auf die Schulter nehmen, ohne dass direkt der Server abschmiert. Ja, wie kann das funktionsfähig sein? So. Also wie gesagt, wir müssen jetzt mal rumprobieren. Ich weiß nicht, ob der Exalted als Alpha zählt. Und hier sind jede Menge Tiere, die ich gerade nur wirklich ungerne bekämpfen möchte. Oder für die ich ungern halt wirklich hier mal irgendwie landen möchte. Ihr seht die ganzen Tiere, die hier sind. Gut, der ist tot. Der ist auch schon aggro auf mich. Nee, der wollte eigentlich schon das Fleisch haben. Na gut. Ich dachte, der mag schon mich. Ja. Ich möchte hier ungern landen. Vielleicht kann ich den jetzt zu mir locken. Komm her. Ja, okay. Der hat schon Bock auf mich. Ja, komm. Den haben wir kurz weg. Jetzt sind wir hier an einem wunderbaren Ort. Der ist immer noch hinter mir her. Ich kann mich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren, dem so ein Ding in den Hintern zu jagen. Und das zählt einfach nicht. Was ist das denn für ein Mist? Aha. Zwei habe ich noch. Wie viele macht nochmal eine? Ich glaube... Nicht genug, wie es scheint. Er kriegt gar keinen Torpor-Schaden. Nein, warte, das war das falsche Tier. Oh fuck, wie viel Schaden. Wieso kriegt er so viel Schaden? Krass. Was mache ich denn jetzt? Ich sehe leider nicht, wie viel Torpor-Schaden der hat. Das müsste aber schon eine ganze Menge sein. Ich habe eine Idee. So. So. Mach mal. Wahrscheinlich stirbt er jetzt einfach. Dankeschön, du Arsch. Ich wollte jetzt nicht, dass er stirbt. Fuck. Tja.
Vielleicht hat er den betäubt bekommen. Hat er nicht. Ich glaube, ich suche mal weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Exalted Sabertooth nicht als die Alphas gelten, die ich immer gedacht habe, dass es wären. Ich kann nämlich ums Verrecken denen keinen Torpor-Schaden machen. Das 60.000, das ist nichts. Das ist gar nichts. Das Problem ist nur, wo finde ich jetzt einen Alpha? Warum flimmert hier alles so? Kann das mal bitte sterben? Dankeschön. Weil, ich weiß jetzt echt nicht, wo ich einen Alpha Sabertooth herbekommen soll. Wo spawnen die? Da hat gerade echt Schwierigkeiten mit. Wir könnten natürlich auch einfach mal, ja. Was ist das denn? Ach, ist ein großer Hafen, guck mal da. Wir könnten einfach mal gut sein lassen und einfach mal das nehmen, was wir bekommen. Harmes. The Harvest Dominus. Ich habe keine Ahnung, ob man ihn einfach tamen kann oder ob man den auch irgendwie züchten muss. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob der Torpor hat oder ob der verhältnismäßig viel Torpor hat. Also verhältnismäßig zum Leben. Nicht der Exalted, der auf 130.000 Leben 1,9 Millionen Torpor hatte. Ich kann mal zu unserer Base gehen aus dem Livestream. Dort ist doch eigentlich ein Spawn für Sabertooth. Vielleicht werde ich ja hier... Da, guck mal. Da. Da ist schon ein Sabertooth. Mal gucken, was der richtige ist. Schwierig zu sagen. Ich sehe gerade gar nichts. So. Das Vieh ist ein bisschen zu schnell. Auch Exalted. Das meine ich. Es ist... Schwierig ausfinden. Ja, schwierig finden. Ich weiß nicht, ob ich einen finden werde. Sag mal so. Bevor ich mich hier wieder ein bisschen verhaspel. Ja, also. Ich gucke nochmal 10 Minuten, weil ich bin schon bei 40 Minuten reine Aufnahmezeit, wo ich fast gar nichts gemacht habe. Wir wollten ja gleich noch ein bisschen was anderes zocken. Und ich habe gerade noch keinen Alpha Sabertooth gesehen. Ich habe immer nur die Exalted gesehen. Das ist ein bisschen ätzend. Ich halte nochmal kurz die Augen offen, wenn wir nichts finden, dann ganz ehrlich. Da machen wir eben erstmal das nächstbeste, was wir haben. Wir haben erstmal wieder einen, ja, den Gigantopithecus, den Alpha. Und es ist ja eigentlich auch nicht so unwichtig, den mal ein bisschen zu spielen, ne? Ich habe einen Alpha gefunden. Ich freue mich gerade so. Okay, die sehen tatsächlich so aus. Hat gar nicht mal so lange gedauert, den jetzt noch ausfindig zu machen. So, und kurz gucken, ob hier irgendwo was ist, was mich töten wird. Im Moment wird es höchstens der da tun. Ich glaube, da werde ich mal ein bisschen was gegen machen. Ah. Wie viel HP hast du nur? Viel zu viel. Könntest du bitte einfach sterben? Oder einfach runterspringen? Das geht auch, ja. Oh. Du machst echt viel Schaden. Feuerschaden? Ja. Könntest du bitte sterben, möglichst bevor der Sabertooth entkommen könnte? Und er ist tot. Sehr schön. Jetzt der da noch. Und dann ist die ganze... What the fuck? Wie viel Loot war das denn? Gut. Weil jetzt ist nämlich ganz, ganz einfach. Ich lande den ja ganz kurz. Mache den hier. Mache den hier. Dann mache ich den hier. Dann macht der da was. War nicht mehr viel, war normaler. Dann gucken wir mal ganz kurz. So, Freund, was hast du? Das ist schnell. Flup. 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 Er hat ein bisschen Leben, ja? Also da muss ich mir keine Sorgen machen. Sehr gut. So, hoffen wir, dass wir jetzt nicht sterben beim Landen. Ja, was kann der denn? Der kann sich mit einem Alpha-Raptor kann er sich zum Prime Saber entwickeln. Aber wahrscheinlich meinen die damit den Exalted. So wie das bei dem Dire-Bier war. Der war ja auch erst... Stand da zwar Prime Bier, aber dann kam er zum Exalted. Was wiederum mich fragen lässt, ob nicht... Andererseits... Wir hatten ja bei der Eternal-Mod noch die Prime-4-Mod mit drin. Und da waren es... Die Prime-Alphas, die waren schon durchaus Eternal-Mod. Das heißt, ich frage mich jetzt, weil nämlich die nämlich hier Prime heißen, die hießen ja nicht Prime Alpha, die hießen ja nur Prime, ob nicht vielleicht doch die Eternal Mod die richtige, die ursprüngliche war. Ich denke so ein bisschen, da waren zwei Entwickler, also ich kenne die Geschichte nicht dahinter, zwei Entwickler, die an einer Mod das Spiel gearbeitet haben, die sich wahrscheinlich dann verstritten haben und dann zwei Mods draus gemacht haben, die sich dann eben sehr ähnelt. Und da waren so Grunddinge wie die ACA Darts vermutlich schon drinne und dann haben die... Keine Ahnung, ein bisschen Probleme gehabt und dann gesagt so, ey, du, dir gehört die Mod nicht ganz alleine. Darum, ich nehme jetzt meinen Teil und mach jetzt die Mod raus, die andere, die Eternal Mod. Und dann sagt er, okay, dann mache ich die ACA Mod weiter und Leco Mio, schönes Leben noch. Vielleicht ist das die Geschichte dahinter, wer weiß. Naja, wir haben auf jeden Fall mehr als genug Prime Meat. Ja, doch, ja, hoffentlich. Wenn nicht, wir haben noch ein bisschen was.
Wir haben... Alpha Saber ist jetzt nicht die, die wir haben möchten. Wir wollen die hier haben. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir da nicht das rausbekommen, was wir haben wollen. Bigfoot, so... Start Process. Mini-Äffchen. Kleiner Schimpanse. Ich wollte gucken, ob ich nicht vielleicht noch ein bisschen was davon da reinmachen kann. So eine kleine Sicherheitsreserve, ne? Wir wollen ja nicht, dass die ja verhungern, nicht wahr? Und danach braucht er dir, ich glaube, 30 waren es mal, 30 Herzen. Ich sammle mal alle Herzen zusammen, die ich so habe. Das sind doch einige, ein paar mehr als ich dachte. So. Dann, hier habe ich keine. 100 Stück habe ich. Ich dachte, noch ein paar mehr. Vielleicht den Dinos. Mehr muss ich ja den noch abwerfen, ne? So, du hast gar nichts. Hast du noch ein paar? Du hast auch keine mehr. Aber ich habe das hier noch. Das würde ich ganz gerne mitnehmen. Das. Der Rest, der interessiert mich eigentlich gerade auch ziemlich gar nicht. Das vielleicht noch. So. Wobei, diese Sache muss ich alles zergrinden, weil ich brauche das Metall. Dafür reicht mir erstmal die Upgrade-Bench, weil die ist... Ja, ganz ehrlich, ja. Gut, das ist nicht unbedingt... Die reicht da erstmal aus, ja. Wow. Leute, wo kommt der auf einmal her? Wo kommt der? Mein Ekos ist tot! No! Warum wehrt ihr euch denn nicht? Leute! Steht hier rum, guckt dabei zu, wie ihr am Sterben seid. Na toll, mein kleiner Bärenfarmer ist tot. Ja. Rest in peace, Spirit. Naja, Pech. Ja, ich habe die Tiere auf passiv gehabt. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier noch ein Alpha-Würm kommt. Wir brauchen ganz, ganz dringend eine kleine Defense. Eine kleine, große Defense oder sowas. Der große Affe ist so gut wie fertig. Der mittlere Affe, okay? Nicht der große. Der ist aber nicht ganz oben, ne? Und trotzdem wird er gleich ganz oben sein. Und, noch 2%. Und? Da ist er. Der sieht farblich ein bisschen anders aus als die, die wir kannten. Der ist weniger gelb. Ja gut, ich finde es gut, wenn die halt nicht alle gelb sind, so halt die Alpha-Farbe. Das ist gut, die Farbe für die Wilden zum Erkennen, aber so ist eigentlich auch nicht so schlecht. Gut, wir wollen ihn aber gar nicht behalten. Der ist Level 87, also. Er ist genau das Level, was ich gesagt habe. Also tatsächlich, das Level von dem Dinosaurier, von dem wir die DNA haben, ist ausschlaggebend für das Level des fertig geklonten Dinosauriers. Nein, er ist 100 Level drunter. Ich habe gesagt 880, ne? Bis 900. Ja, von 580. Wir können einfach mal ganz kurz Taschenrechner rausholen. Ich kann das eben nicht so gut, ja? Ich kann das nicht so gut. Verurteilt mich dafür nicht. So. 580 geteilt durch 2 sind 290 plus 580. 870. Er wäre Level 870 gewesen. Das ist nicht 870, das ist 780. Also, was lernen wir daraus? Das Level von dem Dinosaurier, von dem wir die DNA haben, ist nicht ausschlaggebend für das Endprodukt. Wir werden ihn gar nicht so lange behalten. Es gibt nur eine Sache, die ich ganz gerne ausprobieren möchte, und zwar kann er sammeln. Nein, kann er nicht. Okay. Wenn der einfach so da rumsteht am Gebüsch. Jetzt sammelt der. Aber er sammelt nicht. Er macht nur die Bewegung. Na gut. Das wollte ich nämlich wissen, weil wir brauchen nämlich einen neuen Bärenfarm. Wir brauchen wieder einen neuen Ekos. Darf ich mal durch? Danke. Gott. Wir werden jetzt, weil unser Ziel jetzt nicht dieser Dinosaurier ist, sondern eigentlich ein anderer, werden wir jetzt die Entwicklung in Gang setzen. Dafür haben wir ja die ganze Scheiße hier gefarmt. So, das kannst du mir. Er hat nichts im Inventar und jetzt sollte daraus ein Prime kommen, nicht wahr? Ein Prime Bigfoot. Ich wünschte mir echt, dass diese Entwicklungskuppel mal so ein bisschen schneller zusammengeht, weil es dauert schon ein bisschen. Ein bisschen überflüssig lange, finde ich. Vielleicht, ja, na. Man kann es ja ab dem Punkt nicht mehr stoppen. Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht ganz gut, wenn die Dingens schneller weggeht. Wenn man den hier, wenn der schneller fertig werden würde, wird er aber nicht. Wieso brauchen wir 1000 Steine dafür? Ja, kriegst du zusammen, kein Problem. Aber es ist eigentlich gut, wenn der langsam ist, weil dann kann man auch noch gucken, so, habe ich noch was drin, was weg muss? Ah ja, das war ein Sattel, hab noch genug Zeit. Aber die Kuppel, die ist mir noch ein Ticken zu lange. So, der ist jetzt immer noch Level 87. Ich kann immer noch reiten, weil ich keinen Sattel brauche. Und der braucht jetzt 1000 Steine und den Rocklos-Dingens. Der kann immer noch kein Gemüse sammeln. Vielleicht ist es einfach der falsche Busch. Nein, der kann es einfach nicht sammeln. Okay, springen kann er aber. Nicht schlecht, das kann nicht jeder Dino. Weil ich glaube, auch das Original kann das nicht. 1000 Steine. Und ich brauche die Herzen nicht mehr. Das ist auch gut zu wissen.
So, das kann weg. Ah, das vielleicht nicht, falls ich noch was sehen möchte. Hm, da war ich noch nicht so ganz. Ich behalte das erstmal. Aber ich glaube, ich habe sogar 1000 Sterne. Nicht unbedingt hier. Da jetzt auch nicht so. Aber da fast. Ich glaube, die 1000 Steine, die sammle ich aber ganz kurz. Das ist, ja, ne? Zack. Hab schon die Hälfte zusammen. Das geht sehr schnell. Also ein Stein. So. Wenn da noch einer ist, ist da keiner mehr. Nein, schade. Da hinten vielleicht noch. Ich habe die 1000. Ach komm. Wisst ihr was? Ich kürze ab. Ich nehme mal die 60 da noch raus und dann habe ich mal 1000 Steine. Dann freue ich mich einen Keks. Ich freue mir einen Keks. Ja? Ich freue mir. So, passt ungefähr. Und das andere Ding haben wir ja auch dabei. Gut, dann wollen wir mal zugucken, wie aus einem Affe ein Rock-Golem wird. Ich bin sehr gespannt, weil... Ja, die Steine nehme ich noch an mich. Ganz ehrlich. Die wachsen ja auch nicht auf Bäumen. Aha, auf dem Boden wachsen die. Und hier ist eben wieder genau das, was ich meinte. Hier stand eben in der Beschreibung Prime, Bigfoot. Aber der heißt Exalted Gigantopithecus. Ne? Und darum denke ich mir halt, was du eben sagte mit den Prime und den Leuten, die vielleicht verstritten haben und deshalb zwei Mods rausgemacht haben. Ob das wirklich nur geknaut ist, ne? Das will ich noch gar nicht vorwerfen. Und wir haben einen Rock Golem, ohne eine Kanone benutzen zu müssen. Ich war gerade ein bisschen enttäuscht. Bam! Und so schnell wird aus einem Affe ein... Was genau bist du eigentlich? Ganz ehrlich. Du bist scheiße hässlich. Kannst du dich auch nochmal entwickeln? Nein, okay. Aber eine ganze Menge Leben. Deutlich mehr als das, was wir vorher hatten. Kann ich eigentlich reiten oder brauche ich einen Sattel? Ich brauche einen Sattel. Habe ich einen Sattel? Ich weiß es gar nicht. Brauche ich einen besonderen Sattel? Ich guck mal nach. Rock. Rock Golem. Ja, nur Rock Golem. Ich brauche dafür Fiberhide Metall. Ich hoffe, ich kann das hier drin herstellen. Weil, nein, ihren sowieso nicht, weil das hier eigentlich eine ganz andere Sache ist. Fiberhide Metall. Das kommt alles da rein. Sattel und dann... War das der hier? Ja. Soll ich den direkt ein bisschen verbessern? Ich meine, Dinosaurier hier sind sowieso mega stark. A und B, hat das eigentlich Sinn? Ich meine, der hat ja sowieso eine deutlich erhöhte Verteidigung verglichen mit all den anderen... Ja, komm. Ich bin doch eh schon dabei. Es fehlt. Nee, ist viel Fiber. Na gut, dann eben nicht. Hast du nicht noch Fiber? Habe ich nicht noch Fiber? Ja, Fiber ist so ein Material, das irgendwie mal sehr schnell weg ist und aber auch sehr schnell zu sammeln ist. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal ein bisschen aus. Ich bin echt schon heiß auf das Vieh. Hab mich schon gestern drauf gefreut. Es war für mich so ein kleines bisschen die Richtung, wo ich mal so dachte, so, hey, was brauche ich heute? Und dann, hey, warte mal, ich habe hier doch was. Hab ich etwa keinen Level... Ich habe schon wieder keinen Level-Up-Counter. Der ist schon wieder verschwunden. Was macht denn der eigentlich immer? Hier hatte ich noch einen. Gut. Ich gehe einfach mal nur runter auf den Boden, weil ich... Ja, wobei, ich denke eigentlich... Hat gerade gepfiffen. Ich glaube hier, aber ich glaube, niemand ist mir gefolgt. Ich glaube eigentlich hier an so gewohnten... Na, nicht vielleicht da. Da könnte es gefährlich werden. Wo war der gewohnte Platz? Vielleicht... Doch, da. Das war der gewohnte Platz. Hier kann man ein bisschen rumspielen. Ich guck mal, ob hier ein Boss ist. Damit ich mich weiß. Ich hab... Ja, gut, das ist ein Drache. Ich hab ganz viele XP-Tränke, die ich noch nehmen könnte, ne? Ich habe den jetzt hochgelevelt. Ich habe, 254 Punkte auf Melee-Damage geballert. Wir sind bei 10.975,9 Melee-Damage und der Rest auf AP. Bisschen was geht noch. Der ist von Haus aus, ist der auch sehr schnell. Ich habe ihn nicht auf Movement Speed geskillt. Aber der ist schon auf 200%. Außerdem kann der springen. Nicht hoch, aber er kann's. Und außerdem klappe ich dabei ganz weit nach hinten. Was irgendwie witzig aussieht. So. Wir sind aber sehr, sehr langsam im Angriff. Wir können uns aber nicht bewegen. 269.000. Das ist nicht so viel, wie ich erwartet habe. Muss ich zugeben. Ich dachte, der wäre vielleicht ein bisschen stärker. Aber. Ja, gut. So 16.000 ist... Mag für den einen nach viel vor... Für viel... Ja, so ein... Das ist viel, aber das ist nicht viel. Aber... Ah, wir haben noch einen Rundumschlag, ne? Wenn wir was treffen würden damit. So, ich spare mir jetzt mal die ganzen Level-Ups auf für... ja. Das ist stark. Das ist sehr stark. Das ist sogar stärker. Das ist nicht schlecht. Ich spare mir die Level-Ups jetzt mal auf für, wenn ich auf Maximum bin, dass ich diese sofort alle auf HP ballern kann. Weil das ist nämlich eigentlich sonst eine Verschwendung, was die HP-Tränke angeht. Ich finde es gut, der sammelt sofort die Tiere ein und... Also die Tiere. Das Loot ein. Guck mal hier, was da ist. Wir sind keine Metallsammler, so viel steht schon mal fest. Nein, wir sind keine Metallsammler. Wir können aber, wir können sogar sehr gut Holz sammeln, finde ich.
Wir sind aber auch sehr schnell überladen. Ich glaube, ich stelle ihn unten hin bei den anderen großen Tieren. Der ist uns vielleicht ein bisschen blöd für das Ganze. Warum schmeiße ich gerade heiße Biene einfach runter? Ah, Doppel-F. Ich dachte, man schmeißt die Dinosaurier nur mit Doppel-X vom Tier runter, aber offensichtlich... Nein, warte, das war anders. Nee, doch. Tiere, die man trägt auf der Schulter und dann fliegen geht, so, sollten doch eigentlich mit Doppel-X runtergeworfen werden. Aber hier geht sogar auch schon Doppel-F, weil ich mir versehentlich draufgekommen. Hab ich gerade ein bisschen gewundert. Ja. Wir haben unser Ziel erreicht. Hat sogar ziemlich lange gedauert, weil ich ziemlich lange aus dem blöden Sabertooth suchen musste, weil mir nicht eingefallen ist, wo die Viecher eigentlich spawnen. Und die spawnen eigentlich alle da, wo wir eben auf dem Server halt unseren, ja, unsere Base haben. Das ist ein Paradies für die blöden Drecksviecher. Hat, ja, außerdem konnte man die schlecht erkennen, weil die ja einen neuen Skin bekommen haben und die meisten Mod-Entwickler oder die meisten relevanten Mod-Entwickler, für uns im Moment relevanten Mod-Entwickler, haben die Skins noch nicht angepasst, was auch ziemlich dämlich ist. Robin ist offensichtlich schon verschwunden. Der musste eben noch beim Ausladen helfen, weil seine Mutter beim Einkaufen gekommen ist. Entweder dauert das Ganze sehr, sehr lange oder er hat die Zeit genutzt und hat einfach mal gemutet. Robin, bist du da? Sag mal was. Offensichtlich hat seine Mutter seinen Ruf erhört, dass die Chips kaufen sollte und hat eben zu mir gesagt, die Mutter kam mit einem Anhänger nach Hause vom Einkaufen und er hat Chips gesehen da drin. Er hat billige Chips gesehen, er hat aber auch die teuren Chips gesehen und vermutlich war der ganze Einkaufswagen voll mit Chips. Einkaufswagen, der ganze Anhänger meine ich. Was bedeutet? Er ist gerade im Marvischen Paradies, wo halt nicht Milch und Honig, sondern nur Chipskrümel fließen. Was sage ich da? Ganze Chipsbäche sind da. Und ist gerade in einem Rausch. Aber er hat mir auch gerade gesagt, dass einer seiner Kolleginnen gesagt hat, dass er dicker geworden ist. Und ich habe ihm gesagt, wenn er älter wird, wird er dicker. Das ist leider nicht vermeidbar, weil der Stoffwechsel nicht mehr so gut funktioniert. Der wird ein Ticken langsamer, weil man ja auch schon ausgewachsen ist. Der Körper muss jetzt nicht mehr wachsen, dort also seine ganze Nahrung nicht mehr. Und dann passiert das schon mal, dass man dicker wird. Ist ihm jetzt passiert. Und ich habe es ihm ja gesagt. Ich kann ihn jetzt so reindrücken. Ja gut, aber ich würde sagen, das war's für heute. Ich habe den Sattel weggeschmissen. Ist nicht so schlimm. Nur ein bisschen ärgerlich. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich sehr. Was. Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.